Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Webinar von Ivy Spain in Madrid. Ich bin heute hier in Madrid. Mein Name ist Frau Dr. Spies. Ich würde vorschlagen, wir warten noch kurz, bis sich alle gut einloggen können, alle gut verbinden können. Ich glaube, es funktioniert ganz gut. Ich hoffe, Sie können mich alle gut sehen und hören. Ansonsten bitte eventuell kurz einfach schreiben und dann schaue ich, ob ich das ändern kann. Ja? Genau. Gut, also wie gesagt, mein Name ist Frau Dr. Katharina Spies. Ich bin Gynäkologin und Spezialistin für Reproduktionsmedizin bei IVF Spain in Madrid. IVF Spain ist, wie Sie wissen, eine Gruppe aus drei Kliniken in Alicante, in Madrid und in San Sebastian. Und wir sind eben im Zentrum von Madrid. Okay, ich darf heute über das wichtige, sehr wichtige Thema Einnistungsstörungen und wiederholte Fehlgeburten sprechen. Wir werden vor allem auf die Diagnose eingehen und dann natürlich am allerwichtigsten auf verschiedene Behandlungsmöglichkeiten. Sie werden sehen, es sind vor allem Behandlungsmöglichkeiten, die in Deutschland derzeit nicht erlaubt sind und die wir hier in Spanien immer machen und eben gerne anbieten. Okay. Zuerst mal zur Definition. Wann spricht man von einer Einnistungsstörung? Einnistungsstörung ist, wenn nach mindestens drei Embryonentransfers von mindestens drei oder vier Blastozysten von guter Qualität keine Schwangerschaft eingetreten ist. Ja, das heißt nicht, man macht einen Transfer und es ist keine Schwangerschaft oder nach zwei Transfers, sondern wirklich mindestens drei Transfere, mindestens drei, vier Blastozysten. Wann sind wiederholte Fehlgeburten? Für wiederholte Fehlgeburten gilt die Definition ab zwei oder drei Aborte, also Fehlgeburten in der Frühschwangerschaft, vor der 12. Schwangerschaftswoche. Es gibt viele Ursachen für Einnistungsstörungen oder wiederholte Fehlgeburten. Ganz oft ist es auch eine Mischung aus verschiedenen Ursachen. Es ist sehr oft auch wirklich schwer zu sagen, woran es letztendlich liegt. Ja? Also 100%ig kann man es oft gar nicht feststellen. Was sind die häufigsten Ursachen? Die häufigsten Ursachen sind das mütterliche oder väterliche Alter, das einhergeht mit der Qualität der Embryonen, mit der genetischen Qualität der Embryonen. Eine weitere Ursache ist der Implantationszeitraum, dass dieser Zeitraum etwas verschoben ist. Das werde ich später genauer erklären. Dann zum Beispiel der uterine Faktor, also Ursachen, die in der Gebärmutter liegen. Der männliche Faktor, also Samenqualität. Und systemische Faktoren, wie zum Beispiel Thrombophilie, immunologische Störungen und so weiter. Jetzt werden wir auf diese verschiedenen Ursachen jeweils genauer eingehen. Eine der wichtigsten möglichen Ursachen ist das mütterliche Alter. Wir sehen hier, wie sich das Alter der Mütter in Deutschland beim ersten Kind über die letzten 50 Jahre verändert hat. Ne? Man sieht, 1960 lag das Durchschnittsalter beim ersten Kind bei 27,5 Jahren und 2010 waren es dann schon 3 Jahre mehr. Ja, das ist, wie gesagt, das Durchschnittsalter beim ersten Kind. Das heißt, da kommen Frauen, fallen Frauen mit rein, die mit Anfang 20 das erste Kind bekommen und dann gibt es aber auch viele Frauen, die mit Mitte, Ende 30 das erste Kind bekommen. Ja. Warum ist das so wichtig? Das Alter der Mutter. Wie Sie bestimmt alle wissen, ist die Frauen, wir Frauen kommen zur Welt mit einer bestimmten ovariellen Reserve. Diese wird leider nicht erneuert, wie bei den Männern, wo die Samenzellen ständig erneuert werden, sondern bei den Frauen sinkt die ovarielle Reserve mit dem Alter stetig ab. Das ist relativ konstant bis 35. Ab 35 sinkt die ovarielle Reserve und ab 40 nochmal stärker. Parallel zu diesem Abfall von der Anzahl der Eizellen sinkt auch die Qualität der Eizellen. Ne? Und das übersetzt sich direkt in die Qualität der Embryonen,
die dann häufig eben weniger Euploid sind. Das heißt, eine höhere Aneuploidierate. Aneuploide Embryonen sind Embryonen, die keinen normalen Karyotyp haben, die zum Beispiel Down-Syndrom haben. Wir sehen hier in dieser Grafik, dass eben die Euploidierate bis ungefähr 35 Jahren konstant ist, bei ungefähr 60%, ja, zwischendrin sogar bis zu 70%, fast 80. Und ab 35 Jahren sinkt dann die Rate der euploiden Embryonen stetig. Geht stetig runter. Und dann ab 43 ist hier, da sinkt es dann nochmal stärker. Hier ist die ähnliche Daten, aber in einer anderen Grafik. Und zwar ist das Risiko für Down-Syndrom bei Lebendgeburten. Wie Sie sehen, ist das Risiko bei Frauen bis eben 35 relativ konstant niedrig. Und ab 35 steigt es dann stetig an. Und dann sieht man eben hier, ab 40 steigt es nochmal stärker. Das hängt zusammen mit der Qualität der Eizellen, die eben wirklich mit dem Alter der Mutter korreliert. Wie gesagt, das Alter, das väterliche Alter, das ist jetzt nicht, war nicht dabei bei diesen Grafiken, spielt auch eine Rolle, ja, haben wir vorher erwähnt. Beim Mann ist es zwar wirklich so, dass sich die Spermienzellen regenerieren, das heißt immer neu gebildet werden. Man geht aber davon aus, dass ab 50 Jahren ungefähr auch die Qualität der Samenzellen sinkt. Das ist vor allem in Verbindung mit einer erhöhten DNA-Fragmentierung und dass dann eben auch die Qualität schlechter wird und sich die Embryonen, die genetische Qualität der Embryonen sinkt. Ja. Hier steht der männliche Faktor. Wie gesagt, Unfruchtbarkeit ist nicht nur ein Frauenproblem. Es hängt auch nicht nur vom Alter ab, also nicht nur vom Alter der Frau oder vom Alter des Mannes, sondern es gibt auch andere Ursachen männlichen Ursprungs, die uns eben diese Einnistungsstörungen oder die Fehlgeburten erklären können. Ja. Es steht hier ungefähr 40% sind weiblichen Ursprungs, 40% der Fälle sind männlichen Ursprungs, 20% der Fälle ist wirklich gemischt. Ja. Also Ursache beim Mann oder und bei der Frau oder andere Ursachen, die wir bis jetzt nicht wissen. Ja. Was ist wichtig beim Alter des Vaters, beim Alter des Mannes? Wie gesagt, ab ungefähr 50 Jahren steigt die DNA-Fragmentierung der Spermienzellen. Und das führt wiederum zu genetisch nicht gesunden Embryonen. Diese DNA-Fragmentierung kann man testen lassen. Das ist das sogenannte erweiterte Spermiogramm. Man schaut dabei die Einzelstrang- und Doppelstrang-DNA an bei den Spermienzellen. Und es gibt verschiedene Techniken, mit denen man dann für eine ICSI, also für eine Befruchtung der Eizellen, eine bessere Selektion der Spermienzellen machen kann. Das ist zum Beispiel, sind Sie hier unten die Technik Fertizert, Max, IMSI, PIXI und so weiter. Ja. In extremen Fällen, wenn die DNA-Fragmentierung sehr hoch ist, kann es sogar sein, dass uns die Urologen und oder die Biologen empfehlen, die Samenprobe anhand einer TESA, also einer Hodenbiopsie, zu entnehmen. Ja, das ist wirklich in extremen Fällen. Okay, weitere mögliche Ursachen, ich habe es jetzt schon öfter erwähnt, aber ganz wichtig ist natürlich die Chromosomenstörungen der Embryonen, ne, der Genetik der Embryonen. Diese hängen ab vom mütterlichen und väterlichen Alter vor allem. Ein Risikofaktor für Chromosomenstörungen sind, wenn es in einer vorausgehenden Schwangerschaft schon war, zum Beispiel Paare, die ein Down-Syndrom hatten oder eine Trisomie 18 oder 13 und dann die Schwangerschaft unterbrochen wurde, dann steigt das Risiko während der nächsten Schwangerschaft. Es kann auch sein, wenn es wiederholte Fehlgeburten gab, dass das ein Hinweis darauf sein kann, dass häufiger Chromosomenstörungen auftreten bei den Paaren. Wenn es zum Beispiel Veränderungen im mütterlichen oder väterlichen Karyotyp gibt, die man häufig nicht weiß. Ja. Es kann sein, dass wir Träger sind von bestimmten Translokationen oder Inversionen im Karyotyp, die auf unser Leben keinen Einfluss haben, die sich dann aber auf die Genetik der Embryonen oder der Kinder auswirkt.
Ja? Und wenn es zum Beispiel einen auffälligen Fischtest der Spermienzellen gibt. Der Fischtest der Spermienzellen ist eine Art Karyotyp der Spermienzellen. Es werden 5 Chromosomen untersucht. Und wenn in diesen Chromosomen Auffälligkeiten vorliegen, dann kann es sein, dass sich das direkt auf die auf den Karyotyp der Embryonen sozusagen überträgt und übersetzen lässt und dass es dann eben häufiger Auffälligkeiten gibt bei den Embryonen. Weitere mögliche Ursachen, vor allem für die Implantationsstörungen, weniger für die Fehlgeburten. Das wäre der Verschiebung des Implantationszeitraums, des Einnistungszeitraums. Normalerweise ist es ja so, dass bei einer spontanen Schwangerschaft oder bei den Fertilitätsbehandlungen der Embryo zu einem bestimmten Zeitpunkt, der sehr genau festgelegt wird, transferiert wird. Ja, bei der normalen Schwangerschaft ist es so, dass man davon ausgeht, dass der Embryo am Tag 5 nach dem Eisprung, nach Eisprung und Befruchtung durch den Eileiter zurückwandert in die Gebärmutter und sich dann ungefähr am Tag 5 in der Schleimhaut einnistet, also im Blastozystenstadium. Und bei den IVF-Behandlungen oder auch bei Behandlungen mit Eizellspende wird in der Regel ja der Embryo im Blastozystenstadium, das heißt am Tag 5 nach Eizellentnahme eingesetzt. Es ist immer so, dass man am Abend der Eizellentnahme mit Progesteron beginnt, sodass sich eben der Zeitraum der Progesteroneinnahme dem Alter sozusagen des Embryos entspricht. Ne? Also 5 Tage Progesteron für einen Embryo am Tag 5. Diese 5 Tage Progesteron sind 120 Stunden. Ne? Und das ist ein normales Einnistungsfenster, dieses Window of Implantation. Das sieht man hier. Für einen Blastozysten. Für den Embryo am Tag 3 wären es 72 Stunden. Es gibt aber Frauen, bei denen dieses Zeitfenster verschoben ist, ja, bei denen das Endometrium zum Beispiel rezeptiv ist nach 4 Tagen Progesteron, also nach 96 Stunden oder nach 6 Tagen Progesteron. Und dann ist es so, wenn man den Embryo eben zu dem falschen Zeitraum einsetzt, das heißt, man setzt ihn nach 5 Tagen ein, und das Endometrium ist nicht rezeptiv, kann es eben zu Implantationsstörungen kommen. Ich gehe später nochmal genau darauf ein, wenn wir den RMAP-Test besprechen. Weitere wichtige mögliche Ursachen für Einnistungsstörungen und wiederholte Fehlgeburten. Die Gebärmutter, ne, der uterine Faktor. Hier ist wichtig, ob es in der Vorgeschichte Operationen gab. Also ob zum Beispiel ob es Verwachsungen gab, ob Ausschabungen gemacht wurden, ob Myome entfernt wurden zum Beispiel. Ja. Ob es Entzündungen gab, akut oder chronisch. Ob Myome vorliegen, Myome, Polypen, Synechien, also Verwachsungen. Das Aschermann-Syndrom ist dann stärkere Verwachsungen. Ob Endometriose in den Eierstöcken vorliegt, die dann mit einer Endometriose einhergehen können. All solche Dinge müssen abgeklärt werden, ne? Um eben 100% sicher zu sein, dass die Gebärmutter in Ordnung ist, dass sich dort die Schwangerschaft gut einnisten kann und dann auch gut weiterentwickeln kann. Weitere mögliche Ursachen, die sehr häufig untersucht werden, die wir immer untersuchen müssen, sind die systemischen Probleme, in Anführungsstrichen bei der Frau. Da ist ganz wichtig, die Thrombophilie-Studie zu machen, also zu schauen, ob bei der Frau bestimmte Probleme vorliegen für die Blutgerinnung, ob es ein erhöhtes Risiko gibt für Thrombosebildung, zur Thromboseneigung, die dann einhergehen kann mit Problemen bei der Einnistung, bei der Bildung der Plazenta und eben dann bei der regelrechten Entwicklung der Frühschwangerschaft. Ne? Wichtig zu nennen auch das Antiphospholipid-Syndrom, das geht einher mit erhöhtem Thromboserisiko. Dann gibt es noch Dinge, die eher von der immunologischen Seite her untersucht werden müssen, bei denen wir dann immer Immunologen zu Rate ziehen. Ne? Zum Beispiel die natürlichen Killerzellen, den Kehlpolymorphismus, HLA-C-Kompatibilität der beiden Partner,
die Regulierung der T-Helferzellen, sogenannte Plazenta-Antikörper oder Insulinresistenz. Ja, Insulinresistenz wäre dann auch zum Beispiel in Kooperation mit Endokrinologen zu diagnostizieren und zu betreuen. Entschuldigung. Ich hoffe, Sie verstehen mich alle gut. Ich bin leider ein bisschen erkältet, aber ich glaube, es geht. Ne? Genau, und jetzt nach dieser Diagnose, wo wir eben die wichtigsten Punkte gerade gesehen haben, ist natürlich am allerwichtigsten, welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es. Entschuldigung. Und da habe ich zwei Behandlungen mitgebracht. Die wichtigsten, und zwar gibt es ja immer das große Thema, Behandlung mit eigenen Eizellen, Behandlung mit Eizellspende. Als erstes werden wir auf die Behandlung mit eigenen Eizellen eingehen. Das ist immer die Richtung, die wir eigentlich nehmen, ja, in den Fertilitätskliniken. Als allererstes wird immer versucht, wenn es möglich ist natürlich, die Behandlung mit eigenen Eizellen zu machen. Es gibt, wie gesagt, die zwei großen Gruppen. Und bei den eigenen Eizellen kann man noch unterscheiden, ob man das macht mit oder ohne Präimplantationsdiagnostik. Präimplantationsdiagnostik wird hier als PGTA dargestellt. Ich habe hier unsere Schwangerschaftsraten mitgebracht, damit Sie einen Eindruck bekommen. Wenn man die IVF-Behandlung macht mit eigenen Eizellen, unter 38 Jahre und ohne Präimplantationsdiagnostik, liegt die Rate bei ungefähr 62%. Bei über 38 Jahren ohne Präimplantationsdiagnostik sinkt die Rate. Ja? Das heißt jetzt nicht, dass eine Frau, die 37 ist, 62% hat und dann ab 38 und einen Monat 18%. Ja? Diese 18% sind für Frauen von 38 bis 43 Jahre, für ein großes Zeitfenster. Und da ist es vor allem wichtig, dass die Rate ab 40, 41 Jahren sehr stark nach unten geht. Das ist im Zusammenhang eben mit der Qualität der Eizellen. Wenn wir sagen, diese Frauen über 38 Jahre machen die Präimplantationsdiagnostik und machen den Transfer von einem gesunden Embryo, von einem euploiden Embryo, dann steigt die Rate der Schwangerschaften auf bis zu 91%. Das ist pro Zyklus, nicht pro Transfer. Ne? Bis 91%. Und bei der Eizellspende, wenn wir Eizellen von einer jungen, gesunden Spenderin verwenden, steigt die Rate bis zu 93% pro Zyklus, nicht pro Transfer, pro Zyklus. Okay? Dann schauen wir uns die beiden Behandlungsmöglichkeiten etwas genauer an. Wie funktioniert eine IVF-Behandlung mit Präimplantationsdiagnostik? Den ersten Teil kennen vermutlich schon sehr viele von Ihnen. Wir starten mit der Stimulation der Eierstöcke, um möglichst viele Follikel wachsen zu lassen. Während dieser ungefähr 10-tägigen Stimulation alle 2 bis 3 Tage Ultraschallkontrollen, um uns die Follikel genau ansehen zu können. Das ist immer mit Blutentnahme auch, um die Östrogen- und Progesteronwerte zu bestimmen. Und wenn die Patientin bereit ist, wenn die Follikel eine Größe von ungefähr 17, 18 mm erreicht haben, wird die Eizellentnahme, die Follikelpunktion programmiert und die Eizellen im OP entnommen. Die Eizellentnahme ist bei uns immer mit Sedierung, mit einer kurzen Anästhesie, dauert ungefähr 15 bis 20 Minuten. Und an diesem gleichen Tag können wir Ihnen bereits sagen, wie viele reife Eizellen entnommen werden konnten. Die reifen Eizellen werden dann mit der ICSI-Technik befruchtet und die erhaltenen Embryonen werden bis ins Blastozystenstadium am Tag 5 oder Tag 6 im Labor kultiviert. Zur Befruchtung muss ich sagen, normalerweise wird das mit ICSI-Technik gemacht, wenn Auffälligkeiten im Seminogramm vorliegen, wie zum Beispiel eine erhöhte DNA-Fragmentierung oder eine Auffälligkeiten zum Beispiel in der Beweglichkeit oder in der Morphologie, also Asthenoteratozoon, Spermien zum Beispiel, dann kann man zusätzlich noch eine weitere Technik anwenden zur Verbesserung der Spermienselektion
wie zum Beispiel das Fertizert oder die Pixie-Technik oder Max-Technik. Das entscheiden dann die Biologen, welche Technik konkret angewendet wird, je nachdem, wie das Spermiogramm an dem Tag ausfällt. Hier sehen Sie die Embryonen. Am Tag 1 haben die Embryonen zwei, in der Regel zwei Zellen. Am Tag 2 sind es 4 Zellen. Am Tag 3 sind es 8 Zellen. Am Tag 4 ist das Morula-Stadium erreicht. Und am Tag 5 sind es dann Blastozysten, die ungefähr 150 bis 200 Zellen haben. Bei den Blastozysten kann man unterscheiden zwischen hier der inneren Zellmasse, das ist später das Baby, und hier die äußere Zellmasse, das ist später die Plazenta. Und an diesem Tag, am Tag 5, manchmal auch am Tag 6, wird dann die Biopsie gemacht von den Embryonen. Das sieht man hier leider nicht. Und zwar wird die Biopsie hier an der äußeren Zellmasse entnommen. Wie gesagt, der Embryo hat ungefähr 150 bis 200 Zellen und die Biologen entnehmen hier 4 bis 5 Zellen. Ja, das Ergebnis von der Präimplantationsdiagnostik bekommen wir nach ungefähr 3 Wochen, sodass die Embryonen in der Zwischenzeit eingefroren werden. Das heißt, man nimmt die Biopsie, schickt diese ans Labor, friert die Embryonen ein und nach 3 Wochen hat man dann das Ergebnis und dann werden die Embryonen zum Kryotransfer wieder aufgetaut. Damit Sie ungefähr statistische Daten auch bekommen von unserer Klinik konkret, circa 80% der reifen Eizellen können befruchtet werden, wenn die Qualität gut ist, also die reifen Eizellen. Von diesen befruchteten Eizellen erreichen circa 40-50% den Blastozystenstatus, also Tag 5 bis 6, Entschuldigung. Die Wahrscheinlichkeit von euploiden Blastozysten hängt dann ab vom Alter der Patientin und des Patienten. Ja, beim Patienten, beim Mann, vor allem ab 50 Jahren, sinkt auch die Wahrscheinlichkeit von euploiden Blastozysten. Zusätzlich zu, wenn man die Präimplantationsdiagnostik macht, empfehlen wir in der Regel auch, eine nicht-invasive Embryo-Überwachung zu machen. Das heißt, zum Beispiel die Embryonen im Embryoskop aufzubewahren. Das Embryoskop ist ein spezieller Inkubator, der eine kleine Kamera integriert hat. Diese Kamera macht alle 5 bis 10 Minuten Fotos von den Embryonen und schickt diese an den Computer. Ja? So können die Biologen vom Computer aus, man sieht es hier ganz gut, ja? Vom Computer aus die Embryonen überwachen und dann genau sehen, wie sich die Embryonen entwickeln. Das ist dann so eine Art Video, das vor- und zurückgespult werden kann, sodass die Biologen die Qualität gut einschätzen können. Und vor allem für die PGDA ist es wichtig, dass sie genau wissen, wann die Embryonen das Blastozystenstadium erreichen und wann der beste Zeitpunkt ist für die Biopsie. Ja, wenn die Embryonen in einem normalen Inkubator sind, ist es so, dass die Embryonen einmal am Tag von den Biologen aus dem Inkubator genommen werden, unter dem Mikroskop beobachtet werden. Und dann ist es manchmal noch ein bisschen zu früh am Tag 5. Ja? Dann wissen die Biologen noch nicht, ist es jetzt schon soweit, kann ich sie entnehmen, um sie eben unter dem Mikroskop zu beobachten und dann natürlich gleich die Biopsie zu machen, um möglichst wenig Manipulation zu haben. Sodass wir wenn Präimplantationsdiagnostik gemacht wird, eben immer empfehlen, zusätzlich noch die nicht-invasive Embryo-Überwachung im Embryoskop quasi mitzunehmen. Ja. Hier sieht man die Raten von euploiden Embryonen abhängig vom Alter der Frau. Frauen unter 35 Jahren haben ungefähr 70-80% gesunde euploide Blastozysten. Ja, hier ist es. 70%, in der Regel 70-80%. Ja, bei den Spenderinnen gehen wir davon aus, dass es ungefähr 80% sind. Zwischen 35 und 37 Jahren sinkt diese Rate auf ungefähr 50%. Zwischen 38 und 40 Jahren auf 40%. Und dann geht es leider steiler nach unten. Zwischen 41 und 42 Jahren ist es noch maximal 20% gesunde Blastozysten
Und über 42 Jahren gehen wir davon aus, dass nur etwa 10% der Blastozysten gesund sind, ne, euploid. Das ist Statistik. Es kann sein, dass Patienten 5 Blastozysten biopsieren und keiner dabei ist, der gesund ist. Es kann genauso gut sein, dass man nur einen Blastozyst biopsiert und der ist gesund. Beziehungsweise Patienten, die 2 oder 3 Embryonen haben, dann einen gesund, 2 nicht gesunde und so weiter. Ja? Das ist wirklich Statistik. Und man braucht natürlich auch immer ein bisschen Glück. Ne? Das ist leider wirklich so. Aber dass sie sich einen Eindruck machen, eben das Alter ist wichtig. Ne? Und vor allem ab 40 wird es dann sehr schwer, rein statistisch gesehen, gesunde Embryonen zu bekommen. Okay, warum bieten wir die Präimplantationsdiagnostik an? Ne? Was man macht, ist, die genetische Qualität des Embryos vor dem Transfer zu verbessern. Ne? Beziehungsweise man verbessert nicht den Embryo, aber man wählt den besten aus für den Transfer. Ne? Warum ist das eine gute Möglichkeit? Das ist vor allem bei Patienten, die eben häufig Implantationsstörungen hatten oder Fehlgeburten, um ein erneutes negatives Ergebnis zu vermeiden und vor allem bei den Fehlgeburten, um erneute Fehlgeburten zu vermeiden. Das Ergebnis ist nicht 100%. In der Medizin ist leider nie, kann man nie 100% Sicherheit geben, aber das Ergebnis ist zu 99% sicher. Ne? Das heißt, wenn uns vom Labor der Befund kommt, Euploider Embryo, ist das auch zu 99% ein Euploider Embryo. Ne? Es ist leider nicht so, dass die Abortrate, die Fehlgeburtrate danach bei 0% liegt, aber die Chancen, dann ein gesundes Kind zu bekommen, steigen sehr, sehr stark an. Ne? Was man eben macht, ist wirklich den gesunden Embryo auszuwählen. Die Präimplantationsdiagnostik hat keinen Einfluss auf die Anzahl der Eizellen. Man entnimmt die Eizellen, die man hat, und sucht dann eben den gesunden Embryo. Die Schwangerschaftsraten nach Transfer von einem gesunden Embryo sind unabhängig vom mütterlichen Alter. Ja, da ist es wirklich nur abhängig davon, ob man diesen gesunden Embryo findet oder nicht. Und die Schwangerschaftsraten liegen dann bei 60 bis 70% pro Transfer. Ne? Ich habe hier noch aufgeschrieben, das Embryo Banking. Das Embryo Banking ist eine sehr gute Möglichkeit für Frauen, die eine niedrige ovarielle Reserve haben, ne? Was ja oft in Verbindung steht mit einem erhöhten mütterlichen Alter. Es kommt leider meistens beides zusammen, ne? Wenig Eizellen plus schlechtere Qualität. Dass man dann eben auf diese, ja, im Idealfall sprechen wir von 5 bis 8 Blastozysten, die biopsiert werden, dass man eben relativ sicher sein kann, dass ein Gesunder dabei ist. Ja. Was ist das Embryo Banking? Das Embryo Banking ist im Prinzip, dass man mehrere Zyklen der IVF-Behandlung nacheinander macht, die Embryonen am Tag 5 biopsiert und dann einfriert. Und in diesem Fall wird eben einerseits werden die Embryonen eingefroren, andererseits wird die Biopsie eingefroren. Dann macht man einen erneuten Zyklus, das Ganze nochmal, friert wieder Embryonen ein, friert wieder Biopsien ein. Und das Ganze kann man 2, 3, auch mehr Zyklen teilweise machen. Die meisten Patienten machen 2 oder 3 Zyklen. Was ist der Sinn dahinter? Na, dass man dann ungefähr 5 bis 8 Blastozysten, im Idealfall 8 Blastozysten sozusagen biopsiert und diese 8 Biopsien auf einmal analysiert. Der Gedanke dahinter ist ganz einfach. Das Teure an der Präimplantationsdiagnostik ist die genetische Analyse der Biopsien, der Embryonen. Ne? Wenn man diese genetische Analyse nur einmal macht, wird die Behandlung insgesamt pro Zyklus billiger. Ne? Das heißt, man zahlt nicht 3 Zyklen unabhängig mit jeweils Biopsie und Test, sondern zahlt eben diesen Test nur einmal. Ein weiterer Vorteil ist, dass man eben mehrere Zyklen hintereinander macht und dann die Chancen erhöht,
einen gesunden Embryo zu bekommen und vor allem zwischendrin nicht immer das negative Ergebnis hat. Das heißt, man macht einen Zyklus, biopsiert die Embryonen und weiß, okay, wir haben jetzt schon 3 biopsiert, macht den nächsten Zyklus und sendet dann eben die 5 bis 8 Embryonen, Biopsien, wenn es geht, und steigert dann natürlich auch die Rate der euploiden Embryonen, ja, also steigert die Chance auf gesunde Embryonen. Wann empfehlen wir das vor allem? Bei eingeschränkter ovarieller Reserve, ja, und bei Patienten über 39, 40 Jahre. Wie gesagt, wenn ein euploider Blastozyst transferiert wird, ist die Schwangerschaftsrate unabhängig vom mütterlichen Alter bei 60-70%. Jetzt wird das Thema komplett gewechselt. Ja. Ich komme nochmal zum Implantationszeitraum, den sogenannten RMAP-Test. Ja. Bei Patienten, die sich entscheiden, die Präimplantationsdiagnostik zu machen, das sind ja dann wirklich ganz, ganz kostbare Embryonen. Alle Embryonen sind immer kostbar, aber die gesund sind, sind natürlich noch kostbarer. Ja. Bei Patienten, die sich dazu entscheiden, empfehlen wir in der Regel vor dem ersten Transfer den RMAP-Test zu machen, um den Implantationszeitraum genau zu wissen. Ne? Wie bereits vorher gesagt, normalerweise liegt das Implantationszeitfenster bei 120 Stunden Progesteron. Das heißt, bei Frauen, die ab Eizellentnahme starten mit Progesteron und dann am 5. Transfer machen. Bei ungefähr 72% der Patienten, also 70-80% der Patienten, ist das so bei 120 Stunden. Aber dann gibt es knapp 30% der Patienten, bei denen das Zeitfenster verschoben ist. Entweder nach vorne oder nach hinten. Das heißt, bei denen ist am Tag 5 nach 120 Stunden Progesteron, dass die Schleimhaut prärezeptiv oder postrezeptiv. Das kann man feststellen durch den sogenannten RMAP-Test. Für diesen Test macht man eine Vorbereitung wie für einen normalen Kryozyklus, Kryotransfer. Das heißt, man gibt circa 2 Wochen Östrogen, Östradiol-Tabletten und Östradiol-Pflaster mit in der Regel Aspirin und Folsäure, macht nach etwa 2 Wochen einen Ultraschall. Wenn die Schleimhaut gut aufgebaut ist, das heißt ungefähr 7 mm und schön dreischichtig, dann macht man die Blutentnahme. Wenn bei der Blutentnahme alles in Ordnung ist, startet man mit der Einnahme von Progesteron. Und nach 5 Tagen Progesteroneinnahme macht man eine Biopsie der Schleimhaut. Zu diesem Zeitpunkt würde man ansonsten den Transfer machen und in dem Fall macht man eine Biopsie. Danach werden alle Medikamente abgesetzt und man kann in der Regel sogar schon starten für den nächsten Transfer. Das heißt, man wartet die Regelblutung ab und startet dann wieder mit der Vorbereitung für den Transfer an sich. Das Ergebnis dieses RMAP-Tests dauert meistens 2 bis 3 Wochen und danach haben wir die Empfehlung, wie viele Stunden Progesteron bei dieser konkreten Patientin notwendig sind, um das Endometrium rezeptiv zu haben und den Embryo dann eben im bestmöglichen Zeitpunkt einzusetzen. Ne? Sie sehen hier, wenn bei den Patienten, bei denen dieses Fenster verschoben ist, die den RMAP-Test nicht machen, das heißt, man transfiziert einfach die Embryonen wie gehabt an Tag 5, ist die Schwangerschaftsrate bei ungefähr 0-30%. Ne? Also relativ niedrig. Wenn man den RMAP-Test macht und das Fenster dann anpasst, ne, das geht ganz einfach für den Transfer dann mehr oder weniger Progesteron zu geben, wie uns das Labor quasi empfiehlt, dann steigen die Schwangerschaftsraten auf 75%. Also ein Riesenunterschied. Genau. Deswegen empfehlen wir eben bei Patienten, die Präimplantationsdiagnostik machen, aber natürlich auch bei Patienten, die Einnistungsstörungen hatten, also die 2 oder 3, oft macht man es auch schon nach dem 2. Transfer, Transfers hatten negativen Ergebnis, dass man dann eben diesen RMAP-Test macht.
Ja? Es ist auch wichtig, oft bei den sogenannten biochemischen Schwangerschaften, das heißt, wenn der Test, der Beta-HCG-Wert positiv war und man dann im Ultraschall aber nichts mehr sieht, beziehungsweise der Beta-Wert abfällt, das kann auch häufig in Verbindung stehen mit einem verschobenen Implantationsfenster. Ne? Und da ist es dann, es zählt dann im Prinzip als Einnistungsstörung, es zählt nicht als klinische Schwangerschaft, sondern wirklich als Einnistungsstörung. Und da wäre dann oft auch der RMAP-Test angezeigt. Okay. Wichtig auch einzugehen auf systemische Störungen. Ja, man kann immer nicht alles auf die Genetik schieben. In der Regel ist es dann wirklich so, dass einfach eine Kombination aus allen Diagnosen gemacht wird und dann eben das, was gefunden wird, natürlich auch behandelt wird. Ja? Wenn es Störungen in der Blutgerinnung gibt, ist in der Regel die Behandlung mit Heparin angezeigt. Und wichtig, das ist immer in Zusammenarbeit mit dem Hämatologen. Ja? Die Hämatologen sind da ganz wichtig, einfach vor allem vor der Schwangerschaft, aber dann auch während der Schwangerschaft, dass wirklich eine engmaschige Betreuung stattfindet. Bei immunologischen Störungen das ist genau das Gleiche, Überwachung und Behandlung durch den Immunologen. Eine spezifische Behandlung, das kann gehen von Cortisonpräparaten über Intralipid-Infusionen, über Scratching vor der Behandlung und so weiter. Ja. Zusätzlich kann man auch den IMAP-Test machen. Ne? Dieser IMAP-Test wird in der Regel am gleichen Tag gemacht wie der RMAP und betrachtet dann noch immunologische Faktoren der Schleimhaut, der Gebärmutterschleimhaut. Ne? Und dieser Test, wenn der gemacht wird, gibt es dann eben auch spezifische Indikationen für jede Patientin für den idealen Transfer, ne? Also Behandlung vor dem Transfer. Und ganz wichtig, wenn immunologische Störungen vorliegen oder man den Verdacht hat auf immunologische Störungen, wird in der Regel empfohlen, nur einen Embryo zu transferieren, ja? Um einfach das Fremdmaterial in Anführungsstrichen zum Niedrigen möglich zu halten. Ja? Also wirklich nur einen Embryo und dann ist das Ergebnis in der Regel besser. Ne? Okay, und dann noch eine weitere Behandlungsmöglichkeit. Vor allem eben für Frauen mit einer niedrigen Eizellreserve oder mit einem erhöhten mütterlichen Alter, also ab spätestens über 43 Jahren, ist es leider in der Regel wirklich so, dass die eigenen Eizellen eine schlechte Qualität haben und es dann keine euploiden Blastozysten mehr gibt, dann wäre eben die Eizellspende eine sehr gute Möglichkeit. Ne? Das ist die Technik, die die höchste Effizienz hat, die höchsten Schwangerschaftsraten, unabhängig vom mütterlichen Alter. Es ist natürlich wichtig, trotzdem zum Beispiel die systemischen Faktoren oder den uterinen Faktor zu behandeln. Ne? Aber das ist vor allem eben die Korrektur des mütterlichen Alters. Nach ein, zwei oder drei Versuchen von Transfer von einem Embryo werden bei uns in der Klinik dann eben 70% schwanger beim ersten Versuch, nach zwei Versuchen 91% und nach drei Versuchen fast 100% der Patienten dann wirklich schwanger. Ne? Die Einzelspende hat die höchsten Einlistungsquoten aller Techniken und eben dann auch die höchsten Schwangerschaftsraten. Ne? Und was ist natürlich das Allerbeste sozusagen, wenn man auf Nummer sicher gehen will, ja, das ist natürlich nicht 100%, ja, aber wirklich auf Nummer sicher wäre die Einzelspende in Kombination mit Präimplantationsdiagnostik. Das ist vor allem angezeigt, wenn man den Verdacht hat, dass es noch an der Samenqualität liegen kann, ja, oder auch Patienten, die einfach sagen, okay, ich möchte wirklich alles, was in meiner Hand liegt, machen, um die Chancen maximal zu erhöhen, dann wäre das eben die Einzelspende mit Präimplantationsdiagnostik und dem RMAP. Und dann kommt es eben, haben wir Schwangerschaftsraten von ungefähr 82,5% eben mit Transfer von einem Embryo. Ja, das ist sozusagen das Maximum, was erreicht werden kann heutzutage. Ne?
Okay, hier sehen Sie noch kurz, wie denn Ihr Weg wäre sozusagen bei IVF Spain Madrid. Es gibt immer einen ersten Kontakt mit einer deutschsprachigen Betreuerin. Da informieren wir Sie über die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten, teilweise auch schon mit dem Kostenvoranschlag. Dann wäre der erste Besuch in der Klinik. Bei diesem ersten Besuch gibt es dann das Erstgespräch mit der behandelnden Ärztin, mit den Biologen. Es werden die notwendigen Untersuchungen durchgeführt, Ultraschall gemacht, Probetransfer und so weiter. Sie bekommen dann auch schon den Behandlungsplan. Ja? Und sobald dann die Behandlung an sich läuft, das ist jetzt für den Transfer, wird die Patientin vorbereitet für den Embryonentransfer, zum Beispiel nach PGTA oder bei der Eizellspende. Dann kommen Sie noch einmal zum Transfer in die Klinik und danach läuft dann die Weiterbehandlung. Okay, ich danke Ihnen erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt wäre die Zeit für Fragen. Ja, Sie dürfen mir gerne hier die Fragen schreiben und ich gehe dann auf, wenn es möglich ist, auf alle Fragen so gut wie möglich ein. Hat keiner Fragen? Okay, hier ist gerade die Frage, gibt es sozusagen einen Katalog für die Eizellspende? Katalog verstehe ich für die Auswahl der Spenderin? Okay, genau. Also die Auswahl der Spenderin wird so gemacht, dass wir die nach den äußeren Merkmalen der Mutter, der Patientin auswählen. Ja? Das machen wir in der Regel anhand von Fotos, beziehungsweise gibt es einen Fragebogen, der beim Erstgespräch dann auch ausgefüllt wird, im Erstgespräch über Skype oder persönlich. Mit Größe, Gewicht, Haarfarbe, Hautfarbe, Augenfarbe und Blutgruppe. Ja? Wir versuchen natürlich immer einen Klon der Empfängerin zu finden. Ja, es ist, einen Klon werden wir nie finden, aber das ist ja wirklich die Spenderin so, ihnen so ähnlich wie möglich sieht. Und dann ist es so, dass die Patienten ihre Wünsche angeben. Ja? Was ihnen am wichtigsten ist. Es gibt vier Kriterien sozusagen. Die Kriterien sind Haarfarbe, Augenfarbe, Hautfarbe, geprüfte Fertilität und der Body Mass Index. Ja? Ich berate meine Patienten immer so, dass man sagt, okay, am wichtigsten ist für mich als Ärztin die geprüfte Fertilität. Danach, wie es die Patienten am liebsten möchten. Ja? Also Haarfarbe, Augenfarbe, Hautfarbe. In der Regel sind die meisten Spenderinnen, wohnen in Madrid und Umgebung. Die allermeisten sind aus Spanien. Wir haben auch Spenderinnen aus Osteuropa, die dann eben eher blond sind, blaue Augen. Ja, und das wird dann wirklich mit den Patienten zusammen ausgewählt. Man kann auch sagen, ob die Blutgruppe der Spenderin mit den Patienten übereinstimmt. Das ist von rein medizinisch gesehen nicht notwendig. Ja? Also es hat keinen Einfluss auf die Schwangerschaftsrate. Aber wenn die Patienten das wünschen, um zum Beispiel zu verhindern, dass das Kind dann eine Blutgruppe hat, die nicht vereinbar ist mit Blutgruppe von Mama und Papa, ne? Dann kann man die Blutgruppe der Spenderin auch entsprechend aussuchen. Okay, jetzt habe ich eine weitere Frage. Wann ein Scratching sinnvoll ist. Das Scratching haben wir hier in der Klinik vor zwei oder drei Jahren eine große Studie gestartet, eine prospektive Studie mit ungefähr 300 Empfängerinnen von Eizellspende und haben verglichen, es war eine doppelblinde Studie, um zu schauen, wann ist Scratching sinnvoll, wann nicht. Ja? Und das Ergebnis war, dass es keinen Einfluss hat auf die Schwangerschaftsrate, dass es aber auch keinen Schaden macht. Ja? Ich mache es relativ gerne mit, ja? Weil man schon gesehen hat, vor allem wenn es in Verbindung ist mit einer Gebärmutterspiegelung vor dem Zyklus der Einnistung,
dass sich die Schleimhaut danach eventuell etwas besser aufbaut durch eine verbesserte Durchblutung, dass auch eventuell Verwachsungen und so weiter noch verbessert werden können. Aber rein medizinisch gesehen gibt es heutzutage keine Studien, die sagen, es ist wirklich so, dass das Scratching die Einnistung verbessert. Ne? Aber schaden kann es nicht. Ne? Okay. Jetzt habe ich hier eine weitere Frage. Mit den Kosten bei dem PGT, also bei der Präimplantationsdiagnostik, die genauen Kosten kann ich Ihnen leider nicht sagen. Das sind ungefähr 2.000, 3.000 Euro. Ne? Das könnten Sie, wenn Sie möchten, steht hier die E-Mail-Adresse auf der letzten Seite. Einfach eventuell eine E-Mail schreiben und nachfragen, ja, ungefähr 2.000 bis 3.000 Euro für die genetische Analyse. Okay, dann schaue ich weiter. Genau, für die Eizellspende steht auch die genauen Kosten. Wie gesagt, das ist das Gleiche. Bitte über die Contact-Mail, dann kriegen Sie genaue Informationen. Und wie viele Besuche man dann machen müsste in der Klinik. Normalerweise ist es bei der Eizellspende so, dass die Patienten zu einem ersten Besuch zu uns in die Klinik kommen, nach Madrid. Da wird die komplette Vorbereitung gemacht. Das heißt, wir machen Ultraschall, wir machen einen Probetransfer, also um zu schauen, ob der Katheter sich gut einführen lässt in die Gebärmutter. Wir machen Untersuchungen der Spermien. Es wird die Samenprobe teilweise auch schon eingefroren, um die dann bei der Einzelentnahme der Spenderin verwenden zu können. Und in diesem Idealfall würden wir dann eben die eingefrorene Samenprobe verwenden, wenn die Qualität gut war. Ne? Und dann müssten die Patienten nur zum Transfer nach Madrid kommen. Ja? Was man machen kann, das heißt, es wäre ein Tag. Was man auch machen kann, was wir häufig machen, vor allem vor Corona, ja, ganz ehrlich, haben wir es so gemacht, dass die Patienten dann zum Tag der Einzelentnahme der Spenderin nochmal in die Klinik kommen, der Mann eine frische Samenprobe abgibt und die frische Samenprobe verwendet wird, wir bei der Patientin nochmal einen Kontrollunterschall machen und eine Blutentnahme und die Patienten dann eben während dieser 5 Tage in Madrid bleiben bis zum Transfer. Das heißt, man bliebe von Einzelentnahme bis Transfer, also ungefähr eine Woche in Madrid. Jetzt im Moment ist es wirklich so, dass die meisten Patienten nur zum Transfer kommen. Ne? Also am Tag vorher Anreise oder teilweise auch schon am selben Tag den Transfer machen, eine Nacht in Madrid bleiben und zurückfliegen. Ne? Aber vor Corona war immer die Empfehlung quasi von Einzelentnahme bis zum Transfer. Es ändert sich teilweise ein bisschen. Ne? Aber strikt war wirklich nur, dass sie hier sein müssten, einmal um die Samenprobe abzugeben, einmal um zum Transfer zu kommen. Okay. Eine weitere Frage. Das sind zwei Fragen, die kann man Kombination behandeln. Muss man vor dem RMAP außer Progesteron die Dekapeptilspritze benutzen? Es ist nicht 100% notwendig, ne, die Vorbereitung mit Dekapeptil zu machen. Wenn die Frau regelmäßige Zyklen hat, dann kann es sinnvoll sein, die Dekapeptilspritze vor der Behandlung noch dazuzugeben, um zu verhindern, dass sich während der Vorbereitung für die Biopsie ein Follikel ausbildet. Ja? Das Dekapeptil ist wirklich dazu da, um eben die Eierstöcke während dieser Vorbereitung zu bremsen und eben die Ausbildung dieses Follikels zu verhindern. In der Regel ist es nicht notwendig, machen wir die Vorbereitung einfach wirklich nur mit Östradiol-Tabletten oder Pflastern. Meistens geben wir Aspirin dazu und dann das Progesteron. Wenn es die Patienten aber wünschen oder wenn man sagt, man macht 100% alles genauso, wie man es dann auch für den Transfer macht beim RMAP, dann geben wir in der Regel anstatt Dekapeptil das Organotran dazu. Oder Tetrotide, ja. Das ist ein Antagonist. Das gibt man während der ersten 5 Tage der Behandlung. Das heißt, man startet mit der Regelblutung
gibt eben Organotan 5 Tage plus die Östradiol-Tabletten plus Aspirin und macht dann die Biopsie. Ne? Und macht dann beim Transfer genau das Gleiche. Was ist der Vorteil von Organotan gegenüber Decapeptil? Das Decapeptil kann manchmal sein, wenn man das ohne vorherige Ultraschallkontrolle gibt, dass die Patientin noch keinen Eisprung hatte und dass man dann verhindert, dass die Regelblutung kommt. Ne? Und dann wartet man auf die Blutung und es verzögert sich alles nach hinten. Ne? Deswegen gibt man dann eben in der Regel ab Beginn der Regelblutung Organotan und das Pogliotron oder die Pflaster, ne? Zum Beispiel. Kann man mit Airmap auch Scratching machen? Ja, das Airmap ist sozusagen das gleiche wie Scratching, weil ja die Biopsie entnommen wird. Ja, also die Biopsieentnahme für Airmap zählt als Scratching. Der einzige Unterschied ist, dass eben dann die Biopsie analysiert wird im Labor, im Airmap-Labor. Beim Scratching das nicht unbedingt notwendig ist. Ja. Man kann auch sagen, man entnimmt diese Biopsie, sendet einen Teil für den Airmap, sendet den Rest zum Beispiel, um eine Kultur zu machen, ja, um zu schauen, ob noch eine Endometritis vorliegt, also eine Entzündung von der Gebärmutter. Ja, das kann man alles machen, je nachdem nimmt man dann einfach etwas mehr Biopsiematerial. Und eine weitere Frage war noch, ob man bei dem Airmap eine Gebärmutterspiegelung machen kann. Ja, das machen wir auch häufig, weil das ja eben auch eine Untersuchung ist, die man häufig machen sollte. In der Regel ist es dann so, dass man zuerst, also die Gebärmutterspiegelung ist ja in der Regel mit Anästhesie, mit Sedierung. Das heißt, man entnimmt zuerst die Biopsie für Airmap, schickt das dann ans Labor und macht danach die Gebärmutterspiegelung. Ne? Und sieht dann auch, wie die Gebärmutterhöhle eben nach der Biopsie noch aussieht. Ja, das funktioniert, das macht man in der Regel am gleichen Tag, ist überhaupt kein Problem. Okay. Was ist die Einlistungsspritze? Wenn Sie mir da die Frage noch ein bisschen genauer erklären könnten, weiß ich nicht genau, worauf Sie da, was Sie damit meinen mit Einlistungsspritze. Ja? Eine weitere Frage ist, ob man die Folien später noch einsehen kann. Ja, das wird bei uns dann auf der Homepage von IVF Spain, werden die Folien später denke ich, freigegeben. Genau. Jetzt schaue ich gerade. Genau, eine weitere Frage habe ich hier. Empfehlen Sie die Gabe von NEM über Folat hinaus? Das ist Folsäure oder was meinen Sie mit NEM? Wie von weiteren Medikamenten, Ubiquinol, Omega-3, das ist gerade Spanisch geworden, und Aspirin. Wir empfehlen in der Regel, also bei allen Patienten Folsäure, bei allen Patienten, außer wenn es Kontraindikationen gibt, das Aspirin 100. Ja? Vor allem bei Patienten über 40 Jahre und vor allem bei Patienten, die Eizellspende machen. Warum empfehlen wir das? Weil man gesehen hat, dass das Aspirin erstens natürlich die Blutversorgung, die Durchblutung verbessert. Es kann die Einlistung auch verbessern. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass es das Risiko für Bluthochdruck und Präeklampsie während der Schwangerschaft senkt. Ja? Vor allem durch die, also ab 35 und vor allem bei Einzelspenden, also bei den Empfängern und den Einzelspenden ist es so, dass, Nahrungsergänzungsmittel, danke. Super. Das Risiko für Präeklampsie etwas steigt, ja, wie gesagt, ab 35 Jahren und vor allem bei Empfängern und Einzelspendern. Und deswegen geben wir das Aspirin dazu. Ne? Die anderen Nahrungsergänzungsmittel, ich sagte in der Regel den Patienten, am besten sind Vitaminpräparate speziell für die Schwangerschaft, ne? Die dann eben genügend Folsäure enthalten, die Eisen enthalten, Selen, Zink und so weiter, die ganzen Vitamine, Vitamin B, Vitamin C und so weiter. Ne? Wichtig ist auch zu überprüfen, ob
ein Vitamin D-Mangel herrscht, falls es Vitamin D-Mangel gibt, den wir eigentlich fast alle haben, ja, also auch die Leute, die in Spanien leben und mehr Sonne abbekommen als teilweise in Deutschland, es ist immer wichtig, Vitamin D dann auch dazu zu geben und zu kontrollieren. Ne? Okay, dann ist noch eine Frage, können Sie IMAP und ESET nochmal erklären? Okay, also das IMAP, ich gehe gerade nochmal zurück. IMAP war hier. Das IMAP ist ein ähnlicher Test wie das RMAP. RMAP ist quasi das ER für Endometrial Receptivity Mapping, ja, MAP Mapping. Und IMAP ist für Immunology Mapping. Ja, die Vorbereitung für RMAP läuft für das IMAP, Entschuldigung, läuft genauso wie für den RMAP. Das heißt, es ist Vorbereitung eben mit, wenn notwendig, mit Organotran oder Zitrotide, dann mit den Östradiol-Tabletten oder Pflastern mit Aspirin, nach 2 Wochen den Ultraschall und die Blutentnahme und dann 5 Tage Progesteron und nach 5 Tagen macht man dann die Biopsie. In der Regel läuft die Biopsie für den RMAP und den IMAP am gleichen Tag. Ne? Das ist die gleiche Biopsie. Es sind nur 2 verschiedene Katheter. Das heißt, man macht die Biopsie mit dem ersten Katheter, gibt es ins Röhrchen, macht die Biopsie mit dem zweiten Katheter, gibt es ins zweite Röhrchen und fertig. Ja? Und wenn es notwendig ist, macht man noch eine dritte Biopsie für die Endometriumskultur. Und das Einzige ist dann, dass das IMAP auch im Labor untersucht wird. Das sind andere Aspekte, die untersucht werden. Das sind immunologische Aspekte. Das ist ein immunologisches Mapping sozusagen. Und die Immunologin, die es in unserem Fall in der Klinik in Alicante uns dann eben spezifische Indikationen gibt, wie die Patientin, welche Behandlung die Patientin machen muss, ja, je nach Ergebnis von dem IMAP. Ist die Frage damit beantwortet? Genau, und dann noch eine weitere Frage. Genau, der ESET. Also ESET ist Elective Single Embryo Transfer. Das heißt, der elektive Transfer von nur einem Embryo. Das wird vor allem von den Immunologen empfohlen, wenn es Auffälligkeiten gibt. Wenn immunologische Auffälligkeiten vorliegen, ist es so, dass die Frau ja in der Regel so eine Art Abstoßung macht oder das Immunsystem der Frau sozusagen versucht, dieses Fremdmaterial abzustoßen. Ja? Und dann die Theorie dahinter ist, je mehr Embryonen eingesetzt werden, desto mehr Fremdmaterial gibt es und desto größer ist die Abstoßungsreaktion. Ja? Im Rückkehrschluss empfehlen dann viele Immunologen eben zu sagen, okay, man transferiert nur einen Embryo, hält das Fremdmaterial so niedrig wie möglich und verbessert somit eben die Chancen auf Einnistung und dann aber auch die Chancen, dass die Schwangerschaft gut weiterläuft, dass sich die Schwangerschaft gut weiterentwickelt. Ja? Von daher wäre eben die Empfehlung, nur einen Embryo einzusetzen, ne? Vor allem bei Frauen mit immunologischen Auffälligkeiten. Generell empfehlen wir in der Klinik, vor allem nach PGTA, also nach Präimplantationsdiagnostik und auch bei Eizellspende, immer mehr wirklich den Transfer von einem Embryo, um die Zwillingsraten auch so niedrig wie möglich zu halten. Ja. Es hört sich immer schön an, Zwillinge zu haben und es ist natürlich bestimmt auch schön, ja. Aber das Problem ist, dass das Risiko von Zwillingsschwangerschaften natürlich höher ist. Ne? Das Risiko für die Mutter, ein höheres Risiko vor allem für Bluthochdruckerkrankungen, für Schwangerschaftsdiabetes, für Blutungen auch während der Schwangerschaft und vor allem bei der Geburt. Es ist ein erhöhtes Risiko für Kaiserschnitte, was immer eine Operation ist. Und das Risiko vor allem für die Kinder eben mit erhöhter Frühgeburtlichkeit, auch eher kleinere Kinder, dass man dann das Risiko global von Zwillingsschwangerschaften sehr viel höher ist als von Einlingsschwangerschaften, sodass wir eben empfehlen,
vor allem wenn es immunologische Auffälligkeiten gibt, aber in der Regel generell eben nur einen Impfung zu transferieren. Dann habe ich noch eine weitere Frage. Ist es ratsam, nach dem Transfer noch mit dem Flug zu warten? Vor Corona hätte ich Ihnen geantwortet, auf jeden Fall. Ja, also wir empfehlen in der Regel noch eine Nacht in Madrid sozusagen zu bleiben. Ja, einfach aus dem Grund, dass man dann nach dem Transfer eben, bleibt man ja immer liegen, ja, man bleibt 5 bis 10 Minuten mindestens liegen. Dass man dann aber danach einfach noch mal ins Hotel gehen kann, sich ausruhen kann, möglichst liegen, möglichst ruhig und so weiter. Ja. Jetzt ist es so, derzeit ist es wirklich so, dass die meisten Patienten versuchen, auch gleich stark zurückzufliegen, um einfach so möglichst wenig Zeit im Ausland zu sein. Im Idealfall ist es aber wirklich immer noch so, dass sie quasi eine Nacht noch hier bleiben, um einfach weniger Stress zu haben, ne? Stress mit Flug und so weiter zu vermeiden. Am allerwichtigsten ist nach dem Transfer, dass man sagt, man bleibt 5 bis 10 Minuten liegen. Das ist erwiesen, ne? Dass sie 5 bis 10 Minuten liegen bleiben. Dann weiterhin wichtig, die Medikamente weiternehmen. Alle Medikamente durchzunehmen, die vor dem Transfer auch genommen wurden. Und dann eben generelle Empfehlungen, wie keinen Sport zu machen bis zum Test, Geschlechtsverkehr zu vermeiden und so weiter. Ja? Und dann eben einfach hoffen, dass es natürlich klappt. Genau. Gibt es weitere Fragen von Ihnen? Ich sehe gerade hier in den verschiedenen Chats gibt es im Moment keine Fragen. Wurde alles gut erklärt? Ja, ich sehe hier gerade ein Danke. Gerne. Genau, also wie gesagt, ich bin da, ne, wenn Sie eine Behandlung haben. Wichtig, vielleicht auch noch eingehen wenn ich gerade die Seite habe. Wir in der Kinderwunschklinik, wir sind natürlich Gynäkologen, ne? Und eben Spezialisten für Reproduktionsmedizin. Das heißt, diese ganzen Behandlungen, die außerhalb unserer Reichweite in Anführungsstrichen liegen, also vor allem eben Behandlungen mit Heparin, mit immunologischen Medikamenten, da ist es uns immer sehr lieb und auch wirklich empfehlenswert, wenn das in Kooperation läuft mit den Experten, ja, mit den richtigen Experten, also mit einem Hämatologen, mit einem Immunologen. Es ist für uns einfach zu sagen, okay, wir geben Heparin dazu oder okay, wir geben Cortison dazu. Es kann nicht schaden. Ne? Aber wenn es natürlich durch einen Experten noch mitbehandelt wird, ist es natürlich viel besser und auch die Ergebnisse in der Regel besser. Ne? Vor allem auch dann für die Betreuung während der ganzen Schwangerschaft. Ne? Wichtig auch zum Beispiel, wenn es Insulinresistenz sich feststellen lässt. Ja? Das wird auch, es steht nicht mehr drauf, aber es wird auch mal untersucht, ja? Der sogenannte HOMA-Faktor. Dass die Betreuung dann eben auch durch einen Endokrinologen mitläuft. Ja? Dass wir dann zum Beispiel sagen, okay, man gibt Metformin dazu, aber die Kontrolle dann eben mit den Spezialisten. Das läuft Hand in Hand. Ja? Das geht auch über Deutschland. Wir sind auch sozusagen bereit, wenn Ihr behandelnder Arzt Fragen hat, kann man auch gerne mit dem telefonieren und so weiter. Ja? Also, und diese Zusammenarbeit funktioniert auch in der Regel wirklich sehr, sehr gut. Genau, und das ist eben wichtig, das ist eine multidisziplinäre Betreuung. Ne? Das ist ja bei vielen Krankheiten so. Kinderwunsch ist ja auch ist keine Krankheit an sich, aber es ist auch sehr, sehr wichtig. Ne? Und deswegen ist es auch wirklich wichtig, dass die Behandlung immer über die Experten läuft. Ne? Also die sich wirklich damit auskennen. Ja? Und nicht irgendwie so einfach mal behandeln und schauen, sondern das Ganze gut zu machen. Ja. Es ist auch oft wichtig, dass man sagt, wenn es Paare gibt, die es schon ganz häufig versucht haben, ne, die schon 4, 5 Zyklen gemacht haben mit IVF-Behandlungen oder mit Inseminationen, dann IVF-Behandlungen oder auch ganz, ganz schlimm ist ja auch immer, wenn es viele Fehlgeburten gibt. Ja. Also wenn Paare schon 2 oder 3 Aborte haben, dann ist es meiner Meinung nach oft wichtiger,
zuerst wirklich alles abzuklären, ne? Auch wenn es länger dauert, dann um die nächste Behandlung starten zu können. Also eben dann die Thrombophilie-Studie zu machen, die immunologischen Untersuchungen zu machen, die Gebärmutterspiegelung, den Samen genauer anzuschauen, eventuell auch einfach Karyotypbestimmung machen von beiden und den RMAP oder IMAP zu machen. Auch wenn sich das dann teilweise 2-3 Monate noch zieht und es dem Patienten ewig vorkommt, dass es einfach wichtig ist, man macht alle möglichen Untersuchungen vorher, um dann eben den erneuten negativen Test ja, möglichst zu vermeiden oder vor allem dann auch den erneuten Abort, die erneute Fehlgeburt zu vermeiden. Ne? Wichtig oft eben auch die Gebärmutterspiegelung, auch wenn es unangenehm ist. Ja? Aber einfach, dass man sicher ist, man macht es jetzt ja, 100%ig, kann man es nicht sagen, leider, aber eben so gut wie möglich. Ja? Genau. Jetzt habe ich hier noch 2 Fragen. Erstens, hat die Hashimoto-Thyreoiditis einen negativen Einfluss auf die Einnistung? Das ist ja auch eine Autoimmunerkrankung. Ne? Was vor allem wichtig ist bei der Thyreoiditis, ist, dass es gut eingestellt ist, dass sich der TSH-Wert in einem normalen Bereich aufhält. Also normal ist oder ideal ist unter 2,5, TSH unter 2,5. Dann ist in der Regel die Einnistung gut. Ne? Das heißt, man braucht in der Regel keine extra Behandlung für diese Patienten. Aber da eben auch, wie gesagt, immer wichtig, in Übereinsprache mit dem Endokrinologen einfach schauen, dass die Schilddrüse gut eingestellt ist. Ne? Und eine weitere Frage ist da, wie lange nach dem RMAP, wie lange muss man nach dem RMAP warten, um die Embryonen zu transferieren. In der Regel ist es so, dass man die Vorbereitung für den RMAP macht, dann entnimmt man die Biopsie, dann gibt man in der Regel noch 2 bis 3 Tage mehr das Progesteron und setzt dann alles ab und erwartet dann auf die neue Regelblutung. Ja? Das Ergebnis dieses RMAP-Tests dauert in der Regel 2 bis 3 Wochen. Ja, wir rechnen immer mit 3 Wochen, meistens ist es schneller da. Die Idee dahinter ist dann quasi, diese Biopsie zu machen, nur ein paar Tage zu warten, dann die Regelblutung und dann startet man meistens direkt mit der Vorbereitung für den Transfer. Beim Transfer und bei der Vorbereitung für den RMAP kann man das Orgalutran dazugeben oder nicht. Ja? Wenn der Transfer im frischen Zyklus ist, das heißt, wenn man sagt, man bereitet vor für eine Eizellspende und will im frischen Zyklus das machen, gibt man in der Regel das Orgalutran dazu. Warum? Um sicher zu sein, oder um fast sicher zu sein, ja, dass sich kein Follikel ausbildet. Das ist die einzige Idee hinter diesem Orgalutran. Dass man sagt, vermeiden, dass sich der Follikel ausbildet, vermeiden, dass die Hormone zu hoch sind, ja, dass das Progesteron vor allem zu hoch ist. Es ist nicht 100% notwendig, vor allem für die Vorbereitung für den RMAP oder für die Vorbereitung von einem Gehirntransfer. Ja, aber in der Regel bildet sich dann auch kein Follikel aus. Ja, aber es ist einfach nur eine Sicherheit mehr. Ja, und was man dann eben macht, ist also Biopsie, Regelblutung, Start mit der neuen Vorbereitung. Und dann ist es meistens so, zu dem Zeitpunkt, wo man die Kontrollunterschall und die Kontrollblutentnahme macht für den Gehirntransfer, ist dann auch bereits das Ergebnis da des RMAP-Tests. Ja? Und wenn dann alles in Ordnung ist, das heißt, wenn uns der RMAP sagt, okay, für diese Patientin brauchen wir statt 120 Stunden Progesteron zum Beispiel 144 Stunden, dann passt man einfach diese Progesterondauer an, sagt dann so, okay, wir machen zu dem und dem Zeitpunkt, zu dem Tag, zu dieser Uhrzeit den Transfer. Und dann rechnet man zurück und sagt, okay, an dem Tag und diese Uhrzeit wird gestartet mit Progesteron. Dass man dann eben genau diese, zum Beispiel 6 Tage werden 144 Stunden Progesteron hat. Ne?
es ist immer nicht 100, also nicht auf die Minute genau, sondern man hat dann 144 Stunden plus minus 3 Stunden, ja, in der Regel. Das heißt, man hat eine Zeit, eine Variation von 6 Stunden, 3 Stunden vorher, 3 Stunden nachher. Aber in der Regel versuchen wir wirklich dann eben diese genaue Uhrzeit zu planen und dann auch eben beim Transfer pünktlich zu sein. Ja. Was kann sein? Es kann sein, dass bei dem AirMap-Test, es ist selten, aber es kann sein, dass uns gesagt wird, die Schleimhaut ist nicht rezeptiv. Wir empfehlen, dass die Biopsie wiederholt wird. Ja? Wir empfehlen zum Beispiel, dass die Biopsie mit 144 Stunden Progesteron wiederholt wird. Was würde man dann machen? Dadurch, dass man dann diese zweite Vorbereitung für den Transfer, für den geplanten Transfer schon am Laufen hat, würde man dann einfach in diesem Zyklus nochmal eine Biopsie machen. Ne? Das heißt, nochmal dann eben 6 Tage Progesteron geben, Biopsie machen, wieder etwas mehr, ein paar Tage danach noch Progesteron weitergeben, warten auf die Regelblutung und dann starten mit der Vorbereitung für den Transfer. Ja, in der Regel sind maximal 2 Biopsien notwendig, um das Ergebnis des AirMaps zu erhalten. Ja, das gleiche gilt für den IMAP. Beim IMAP ist in der Regel nach der ersten Biopsie genügend Informationen da, aber manchmal ist es auch wirklich so, dass es angezeigt wird, nochmal den Test zu wiederholen. Auch wichtiges wurde zwar nicht gefragt, aber ich sage es trotzdem, die Biopsie wird in der normalen Sprechstunde durchgeführt. Es geht ohne Sedierung. Es ist vom Gefühl her so ein bisschen ähnlich wie Schmerzen einer Regelblutung. Es dauert ungefähr 5 Minuten und wird in der Regel sehr, sehr gut toleriert. Ne? Wenn Patienten dabei sind, die etwas Angst haben oder denen es nicht so wohl dabei ist, kann man davor Wahrnehmung geben, zum Beispiel wie vor dem Transfer. Man kann davor Schmerzmittel geben. Ja? Und wenn die Patienten das wünschen, dann könnte man natürlich auch sagen, man macht das Ganze mit Sedierung, ne? Mit Anästhesie, aber ist in der Regel nicht notwendig. Okay. Gibt es weitere Fragen? Okay, genau, also vielleicht noch ein Detail. Also bei Implantationsdiagnostik machen wir bis, man kann es immer machen. In der Regel bis 43 Jahre ist es sinnvoll, das zu machen. Und ganz, ganz viele Patienten machen jetzt, vor allem, wenn die Eizellreserve niedrig ist, immer mehr das Embryobanking, ja, weil es einfach wirklich gute Ergebnisse hat. Es sind dann natürlich leider mehrere Zyklen, aber vom Ergebnis her ist es wirklich teilweise sehr, sehr gut. Und man hat dann eben auch mehr als einen Embryo und da hätte ich 2 Chancen oder 3 auf mehrere gesunde Kinder. Ja? Hier noch eine Frage. Wie lange man nach einer Fehlgeburt warten muss, um den AirMap zu machen? In der Regel ist es so, dass wir sagen, wenn es ein für jede Art von Behandlung, ja, also für Transfer oder für Biopsie, wenn eine Fehlgeburt vorliegt, ja, Fehlgeburt ist eben eine frühe Fehlgeburt während der ersten Schwangerschaftswochen, dann empfehlen wir immer ungefähr 1 bis 2 Zyklen verstreichen zu lassen. Ja. Also, in der Regel ist es so, dass nach der Fehlgeburt, je nachdem auch, ob das mit Behandlung war oder ohne, ja, es gibt ja, dass es einfach ein Abgang war, der keine Behandlung braucht, weder Medikamente noch Ausschabung. Dann gibt es Abgänge, die Fehlgeburten, die etwas später waren in der Schwangerschaft, wo dann eine Ausschabung notwendig war. Dann ist es ja so, dass die erste Regelblutung danach meistens etwas seltsamer ist, ja? Also, dass der Zyklus etwas braucht, dass es sich wieder einspielt, Entschuldigung, dass man dann empfiehlt, mindestens einen normalen Zyklus abzuwarten, um wieder zu starten. Ne? Das heißt, nach einer Fehlgeburt würde man sagen, mindestens einen Monat, besser 2 zu warten. Ne? Einfach um einen normalen Zyklus durchlaufen zu lassen. Ne? Dass auch der Körper wieder ein bisschen zur Ruhe kommt
Und ja, die Hormone auch wieder ein bisschen zurück und sich alles einspiegelt, dass man auch vom Kopf her ein bisschen frei wird. Ja? Wenn das Ergebnis negativ ist, das heißt, wenn man den Transfer gemacht hat und dann der Beta-Wert 0 ist, dann kann man auch gleich starten mit der Vorbereitung für den RMAP. Ne? Für die Vorbereitung für RMAP oder für Transfer. Ja, aber in der Regel ist es oft auch einfach sinnvoller zu sagen, okay, man macht einen Monat Pause. Das ist wieder so wie vorher. Es ist oft dann für die Patienten schwierig zu sagen, okay, ich möchte jetzt aber starten, weil ich möchte jetzt endlich die Schwangerschaft haben und vor allem das Baby haben. Ja. Aber manchmal ist es wirklich besser, man sagt, man wartet einen Monat und sagt, okay, diesen Monat Pause und dann startet man wieder. Dann läuft es auch meistens besser. Ja? Ist hier gerade die Frage, wenn die Fehlgeburt in der 15. Schwangerschaftswoche war, dann würde ich wirklich 2 Monate mindestens verstreichen lassen. Ja? Also eben mindestens diesen einen normalen Zyklus, 2 Monate. Ja? Und dann wieder starten. Einfach auch für den Kopf. Ja? Es ist oft ganz, ganz wichtig, dass man sagt, okay, einfach Pause machen. Keine Medikamente nehmen, vielleicht Folsäure weiternehmen. Ich sage dem Patienten oft, da machen sie einfach einen Monat Pause, nehmen sie noch nicht mal die Folsäure ein. Ja? Und dann wirklich einen Monat ohne Medikamente und was Schönes machen. Ne? Auch wenn es jetzt gerade schwierig ist, aber irgendwie ein bisschen Pause zu machen, eventuell wegzufahren, wenn es geht natürlich. Ja? Oder sonst auch einfach wirklich einfach einen Monat normal leben ohne Medikamente. Ne? Dann habe ich hier noch die Frage, ob der Abort mit Misoproston schonender ist als die Curettage. Es kommt darauf an. Ja? In der Regel ist es so, wenn es eine einzige Curettage ist im Leben einer Frau, macht das gar nichts, ja? für sozusagen die späteren Schwangerschaften. Das Problem ist natürlich, die Curettage ist ein Eingriff, ein medizinischer Eingriff. Das heißt, es kann sein, dass es zu Komplikationen kommt und es kann sein, dass es danach zu Verwachsungen kommt. Ne, zum Beispiel im schlimmsten Fall zum Escherman-Syndrom. Das heißt, dass die Gebärmutter, die Wände sozusagen miteinander verwachsen sind. Ne. Das Risiko für diese Narben oder für diese Verwachsungen steigt mit jeder Curettage. Das heißt, bei Frauen, die zum Beispiel 2 oder 3 Curettagen hatten, kann es sein, dass sich dann danach irgendwelche Verwachsungen bilden und dass sich danach die Gebärmutterschleimhaut nicht mehr gut aufbauen lässt. Ne? Dass wir nicht mehr diese 7 mm Schleimhaut erreichen. Von daher ist meine Empfehlung von Seiten der Reproduktionsmedizin, wenn es geht, den Abort mit Medikamenten zu behandeln, ja, mit Misoproston. In der Regel macht man ja zuerst Behandlung, das heißt, man setzt alle Medikamente ab und versucht, ob der Gestationstag, der Embryo quasi ausgestoßen wird ohne Medikamente. Wenn das nicht funktioniert, wäre meine Empfehlung medikamentöse Behandlung. Und wenn das nicht funktioniert, Curettage. Ja. Es gibt natürlich Schwangerschaften, die schon weiter fortgeschritten sind, bei denen es mit Medikamenten nicht mehr geht. Ne. Das ist abhängig von Krankenhaus zu Krankenhaus und auch von Land zu Land. Aber wenn Sie vor die Entscheidung gestellt werden, Medikamente oder chirurgische Behandlung, wäre meine Empfehlung, wenn möglich, medikamentöse Behandlung. Ja. Einfach um für die Folgebehandlungen oder für die Folgeschwangerschaften eben zu vermeiden, dass es Narben gibt an der Gebärmutterschleimhaut. Wie hoch muss die Folsäure-Dosierung am Tag sein? In der Regel sind es 400 Milligramm pro Tag, das sind die normalen Standardprodukte. Ja. Es kann sein, wenn es zum Beispiel Patienten gibt, die ein erhöhtes Homozystein haben, ne? Oder Mutationen zum Beispiel im MTHFR-Gen, ja, wenn es heterozygot ist, dann empfehlen wir hochdosiert Folsäure, also 5 Milligramm zum Beispiel. Ne? Aber in der Regel sind die normalen Präparate, die verkauft werden, ja, zum Beispiel Femibion und so weiter, das ist, glaube ich, 400 Milligramm und das ist ausreichend. Gibt es weitere Fragen? Wichtig ist immer auch der männliche Faktor. Ja?
Das wird oft vergessen, in Anführungsstrichen, ja, dass man immer so wirklich eher auf das Alter der Frau geht oder sagt, die Eizellen sind schuld. Ja. Es ist wichtig, den männlichen Faktor auch zu untersuchen. Ne? Das habe ich nicht gesagt. Ganz wichtig natürlich immer Risikofaktor Rauchen. Ne? Also wenn, vor allem, wenn die DNA-Fragmentation erhöht ist, empfehlen wir immer Rauchen aufzuhören. Ne? Genau, die DNA-Fragmentierung wird auch immer mehr eben untersucht. Und dann diese zusätzlichen Techniken, die kann man auch so anwenden. Ja? Also teilweise ist es vor allem in Deutschland schwierig, diese Tests zu machen. Wir sagen dann den Patienten, okay, sie können es bei uns in der Klinik machen. Wenn die Patienten nicht kommen können, weil es einfach jetzt zum Beispiel jetzt ganz schwierig ist, dann kann man auch sagen, okay, wir machen einfach so zusätzlich noch diese Technik, ja? Zum Beispiel die Max-Technik oder die Pixie-Technik. Das ist relativ billig im Gesamtpaket und kann helfen. Ja, es ist natürlich kein Wundermittel, aber es kann helfen. Ja. Ich habe hier gerade noch eine Frage. Kann man die Eizellqualität verbessern, um euploide Embryonen zu haben? Das ist leider sehr schwierig. Ja. Es ist so, dass die Qualität der Eizellen wirklich sehr stark mit dem Alter zusammenhängt. Ja. Und das kann man leider sehr, sehr, sehr schwer verbessern. Ne? Es gibt bestimmte Theorie, bestimmte Sachen, die man empfehlen kann, wie zum Beispiel, eben, wenn die Patientin raucht, vor allem viel raucht, ist es wichtig, dass man sagt, aufhören zu rauchen, das kann die Qualität verbessern. Beziehungsweise andersrum, das Rauchen verschlechtert die Qualität. Ja? Es gibt Ärzte, die zusätzlich empfehlen, zum Beispiel DHEA 75 Milligramm am Tag einzunehmen. Das kann die Qualität verbessern, aber das sind alles Untersuchungen, die nicht großflächig gemacht werden. Ne? Es gibt Studien, die dann immer mit einer geringen Patientenzahl zum Beispiel laufen. Von daher ist es schwierig, wirklich zu wissen, ob das wirklich was bringt oder nicht. Ne? Also was man gesehen hat, Rauchen aufhören ist immer wichtig und gut, aber wirklich an der Qualität 100% was zu verbessern, ist sehr, sehr schwierig. Die euploiden Embryonen hängen wirklich zusammen mit Qualität der Eizelle und Qualität der Samenzelle. Ja, und dann braucht man natürlich auch noch Glück. Die HEA, ob das Einfluss hat auf die Einnistung, es gibt keine Studien, die wirklich sich dazu, die das gut untersucht haben. Es kann nicht schaden, also es schadet nicht, Entschuldigung, genau, es kann helfen, es schadet nicht, aber ob es wirklich was bringt, weiß man leider heutzutage noch nicht. Ne? Vielleicht gehe ich gerade noch weiter, vielleicht fällt mir noch was ein. Hier die Qualität der Embryonen. Das haben wir besprochen. Und dann eben die Behandlungsmöglichkeiten. Das DHEA, ob man das im Internet bestellen kann. Ja, also ich weiß das jetzt vor allem für Spanien. Ne? Es gibt Online-Apotheken, die das verkaufen. Da braucht man in der Regel kein Rezept. Ne? Es ist oft so, dass im Internet 25 Milligramm verkauft werden und man dann einfach drei Tabletten täglich nimmt. Ja? Also die Dosis ist 75 Milligramm pro Tag. Über mindestens 1 bis 2 Monate. Ja? Also besser 3 Monate. Also wenn man sagt, vor allem Patienten, die jetzt noch längere Zeitraum brauchen bis zur nächsten Eizellentnahme zum Beispiel, kann man das machen. Ja? Dass man sagt, man nimmt das ein, es schadet wie gesagt nicht und es kann helfen. Ja? Im Internet meistens 25 Milligramm. Ich weiß leider keine konkrete Seite, aber einfach suchen und die gibt es in jedem Land. Ja? Okay, noch eine Frage, Entschuldigung.
welche Vitamine Einfluss auf die Einnistung haben. Im Prinzip ist es wichtig, vor allem, dass Vitamin D-Spiegel gut eingestellt ist, ja, Vitamin D. Und dann vor allem bei Patienten, die ein erhöhtes Homocystein haben, das wird in der Regel auch in den Voruntersuchungen untersucht, gibt man noch Vitamin B-Präparate, also Vitamin B6, B12, Vitamin B-Komplex im Prinzip, ne? Das kann auch helfen. Das sind die zwei Vitamine, die man in der Regel noch zusätzlich gibt. Okay. Gibt es weitere Fragen von Ihnen? Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir werden versuchen, dass wir diese Präsentation innerhalb der nächsten Tage online stellen, wenn Sie nochmal nachschauen möchten. Wenn Sie Fragen haben oder zum Beispiel ein Skype-Gespräch vereinbaren möchten mit mir oder ein Telefongespräch, wir machen die Beratung meistens wirklich im Moment online, ja, weil es einfach schwierig ist, hierher zu kommen, dann einfach an uns wenden. Ich sehe gerade noch eine letzte Frage hier. Der Unterschied zwischen Intralipid-Infusion und Omega-W-Infusion. Das ist eine Frage, die ja an den Immunologen gestellt werden kann. Ja. Ich glaube, das ist relativ ähnlich, aber das müsst ihr den Immunologen fragen. Ne? Das, bei diesen Infusionen ist es wirklich so, dass wir ganz engmaschig mit dem Immunologen zusammenarbeiten, die uns dann wirklich ihre konkreten Anweisungen geben oder Empfehlungen für jede einzelne Patientin und wir das dann befolgen. Ne? Aber auf genauere Details ist wirklich dann ja, sozusagen der Spezialist zuständig. Genau. Okay. Also wie gesagt, Fragen, mögliche, wenn Sie Kontakt haben möchten, wenn Ihnen heute Abend oder in den nächsten Tagen was einfällt, schreiben Sie uns einfach. Wir können gerne Skype-Gespräche oder Telefongespräche vereinbaren, ganz unverbindlich, überhaupt kein Problem. Und in 2 Wochen, glaube ich, ist mein Kollege dran aus Alicante, der Dr. Izquierdo, und spricht dann noch über die Vorbereitung der Steinhaut des Endometriums, was natürlich auch ganz wichtig ist. Okay. Ich danke Ihnen. Ich sehe hier gerade noch herzlichen Dank für Ihre Zeit und hilfreiche Informationen. Ich danke Ihnen. Ich hoffe, dass es hilfreich war. Ich hoffe, dass Sie neue Informationen bekommen haben. Und ja, ich hoffe natürlich, dass Sie alle gesund bleiben und gesund sind. Und wünsche Ihnen allen ganz viel Glück bei den nächsten Behandlungen und dass es dann 2021 hoffentlich ein gutes Jahr wird und ganz viele von Ihnen schwanger sind und in nächstes Jahr um die Zeit dann mit den Kindern schon sich auf Weihnachten vorbereiten. Okay, ich wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Abend und es ist zwar noch ein bisschen früh, aber trotzdem schon eine schöne Vorweihnachtszeit. Und dann auch alles, alles Gute eben für 2021. Machen Sie es gut. Bis bald.